Einen wunderschönen guten Tag wünsche ich euch, liebe Mitbürger und Mitbürgerinnen von City 31. Mein Name ist Ogrutz und wir versuchen heute für euch die Stadt zu säubern, einmal mehr. Hühnereier sind Gift für Sektoiden. Dann probieren Sie doch mal einen Notdog. Sie meinen einen Hotdog? Nein, einen Notdog. So, wir haben Beförderung. Ich laber jetzt über den Typ einfach drüber. Das sind zwar sweete Spots, aber irgendwann wiederholen sich natürlich. So, durch die Beförderung auf den Rang Special Agent wurde die Fähigkeit Offenlegen freigeschaltet. Godmother feuert einen Schuss mit der Waffe Schrotflinte ab, der garantiert trifft und die Deckung des Ziels zerstört. Verbraucht 3 Munition und hat 3 Runden Abklingzeit. Ich auch. Ich nehme 3. Notdogs sind eine zugelassene Ballaststoffquelle für alle Spezies, die das Abkommen von 2036 unterzeichnet haben. Außerirdische sollten ohne ausdrückliche Genehmigung von akkreditierten Gentherapeuten nicht mehr als eine Packung Notdogs pro Woche konsumieren. Ja. Lagern Sie Notdogs nicht in direktem Sonnenlicht. Ja, Notdogs, die von Menschen wahrnehmbare Farbe blau annehmen, sollten sofort entsorgt werden. Von Menschen wahrnehmbare Farbe blau, okay. So, Cherub ist als nächster. Durch die Beförderung auf den Rang Special Agent wurde die Fähigkeit Überladung freigeschaltet. Cherub kann jetzt 3 Ladungen speichern und erhält bei voller Ladung zusätzliche Mobilität. Wie viel steht da nicht? Okay, na gut. Und Blue Blood, da dürfen wir auswählen. Entweder der erste Schuss aus jedem Magazin desorientiert das Ziel, oder aber er aktiviert automatisch den Feuerschutz, wenn die letzte Aktion der Runde auf eine Bewegung verwendet wird. Auch nach Überwältigen oder Stabilisieren. Ich glaube, das finde ich interessanter als den ersten Schuss aus jedem Magazin. Weil Feuerschutz ist ein ganzer Schutz, ein ganzer Schuss. Und das andere eher nicht. So, jetzt haben wir unsere Beförderung durch. Gucken noch einmal ganz kurz hier Anarchie-Unruhe-Änderung. Da ist ein bisschen was gestiegen und gesunken. Ja, mehr als 6 Leute haben wir noch nicht. Deswegen werden wir wohl so los müssen. Denn das dauert noch einen Tag, das dauert noch einen Tag. Schauen wir mal, was wir hier haben. So. Senkt die Anarchie in der Stadt. Das könnten wir natürlich jetzt schon tun. Aber es gibt noch keine Anarchie. Das wird hier jetzt allerdings bald kommen. Alternativ dazu haben wir hier Illyrium-Schmuggler. ...45 Infos. ...35 Kohle. Wir nehmen nochmal die Infos. Wie gesagt, wir ziehen es so weit raus wie möglich. So, 45 Infos. Da haben wir es jetzt auf 5. Aber das machen wir diese Runde dann wieder gut. Hier haben wir jetzt eine Rüstungsverbesserung. 2 TP extra und einen extra Ausrüstungsplatz. Das ist natürlich etwas, was wir sofort kaufen müssen. Dafür haben wir uns jetzt weit aus dem Fenster gelehnt. 200 Gold. So, die verbesserte Rüstung haben wir. Jetzt geht's ins nächste Projekt. Wir können eh nur die blauen erforschen. Die anderen haben wir nicht genug Illyrium für. Da müssen wir langsam mal schauen. So, das kostet nur Zeit, das kostet auch nur Zeit, ebenso und ebenso. Dann verbessern wir erstmal die Medikits. Nehmen aber jetzt den Kollegen hier mal raus. Und setzen ihn dafür dort unten ein. Und würden jetzt mal gucken, dass wir... Ich glaube... Mit der Information ist jetzt, glaube ich, langsam gut. Wir haben überall ein Ding drin. Wir haben 115 Informationen übrig. Holen wir uns mal ein bisschen Illyrium, damit die Forschung nicht komplett stockt. So. In die Ausbildung packen wir jetzt Godmother. Würden aber erstmal das Potenzial freischalten und nicht die Narbe wegmachen. Und hier müssten wir dann Terminal wieder einsetzen. Das klicken wir weg und das kennen wir schon. Dann geht es jetzt weiter. Und hier haben wir jetzt keine... Doch, wir haben immer noch eine Möglichkeit. Wir könnten sogar die Anarchie steigen lassen.
Etwas, was ich euch jetzt zum Nachmachen zu Hause nicht zwingend empfehle. Aber vielleicht ja auch doch. Denn das hier sieht ganz interessant aus. Wir können hier die Unruhe senken und wir kriegen eine Rauchbombe. Das finde ich persönlich ganz schön. So, wir nehmen die Jungs mit, die da sind. Wir haben zwei Medikits dabei und Terminal und das reicht uns eigentlich jetzt auch. Feinde auf dem Weg zu ihrer Position. Der verbündete VIP muss zur Evakuierungszone. Mhm. Okay. Feinde verursachen während des Vorstoßes einen Schaden weniger und die erste Waffe, die durch diesen Zugang geht, wird aber deaktiviert. Ja, wir lassen trotzdem Cherub vorgehen. Und gehen dann nach... Oh. Nehmen wir mal die Waffenstörbombe hier. Und sie den Kampfscanner und Blue Blood ganz am Ende. Gehen rein. Die müssen wir dringend die Tipp. Aber haben wir schon, ne? Das ist jetzt schon sein besserer Wert mit 9. Hm. Haben wir jetzt natürlich nichts gesehen, aber wir haben scheinbar 3 Waffen deaktiviert. So, der ist überrascht. Aggressives Geschütz. Die Frage ist, ob auch da jetzt deaktiviert ist oder nicht. Wir schießen einfach mal drauf. Wir nehmen das Geschütz aus der Gleichung. So, sie hat, glaube ich, die PB-Munition drin. Das heißt, sie könnte das Geschütz jetzt relativ einfach rausnehmen. 86% auf den Mac erwischt. Und... Du gehst auch mal mit auf den Mac. 2 Pünktchen, okay. Kriegen keinen Gegenschuss. Sollten aber natürlich mal wieder bedenken, dass diese Deckung an den Autos scheiße ist. VIP anwesend. Zur Evakuierungszone. So, VIP ist anwesend. Wo ist denn das Exit? Da hinten ist das Exit. Das heißt, wir werden uns hier an der Seitenmauer entlang popeln. Geben dem Knilch jetzt aber erstmal den Kinetik-Schild. Und... Tja, jetzt ist die Frage, wollen wir jetzt schon Teamarbeit? Ich glaube fast, das wollen wir. Wir holen Blue Blood nach vorne. Der ist nämlich sonst ganz hinten. Und laden dann selber nach. Wieder dabei. So, dann ist Blue Blood nämlich jetzt schon dran und hat eigentlich generell halbwegs brauchbare Trefferquoten. 75% auf das Kommando. Da kokelt auch direkt das Speeder Bike. 66% ist nicht das höchste aller Gefühle. Und auch nur eine 50-50 Chance, dass selbst wenn wir treffen, er tot ist. Also eigentlich kacke. Aber den Purifikator schon mal eine reindonnern, glaube ich, ne? Oder? 65. Was ist denn besser? Die 2 Punkte Schaden mitnehmen. Nee, wir probieren es auf die sichere Nummer. Oh, kritisch. Wir haben dabei aber irgendwas kaputt geschossen. Na gut. So, der käme bis dahin, aber wir wollen natürlich nicht, dass er da... So, die Karre hier ist schon kaputt. Das heißt, bis hierhin können wir. Ein Hydrotechniker. Ein Regenmacher sozusagen. So, der lädt erstmal nach. So, Terminal. Ja. Geht einfach mal da lang.
69%, auch hier. So, haben wir den schon mal aus dem Sichtfeld. Der rennt da außen rum. Okay. Da haben wir den Kinetikschild direkt benötigt. Aber selbst schuld, wenn wir uns so dicht zusammenstellen. Sollen wir mal probieren. 43% ist eigentlich zu schwach. Eigentlich zu schwach. Wir gehen lieber... Ist da noch einer? Ja, da ist noch einer. Was blöd ist. Mal dahin gehen. Da ist eigentlich gar nicht so schlecht. Sieht zwar aus wie offene Hose. Ich bin hier, wenn du mich brauchst. So, Kettenschock, aber auf ihn hier. Wir wollen den Mac raus haben. Er hat genug geärgert. Es geht doch nichts über Präzision. So. Daneben. Verstärkungen bevorstehend. Erstmal kriegt unser Hydro... Ups. Unser Hydrotechniker wieder den Kinetikschild. 60%. Ich glaube, den Schuss nehmen wir mal. Erwischt so ein bisschen. Wieder irgendwas explodiert, von dem wir keine Ahnung haben. Und da 37. Das ist Käse. Ich würde sagen, wir machen einen heftigen Schuss. 73%. Aber wir machen den heftigen. Nicht, weil wir ihn brauchen, sondern weil er die Runde nicht beendet. Dann gehen wir dort drüben hin. Ein bisschen näher Richtung Ausgang. Ich halte die Augen offen. Danke fürs Aufpassen. So, der Hydrotechniker sprintet jetzt einfach mal. Einfach weil er mit dem Kinetikschild ja nicht unbedingt in Deckung sein muss. Ne? Rein ins Vergnügen. So, hier gehen wir einmal rüber. Und jetzt ist die Frage, Feuerschutz oder Vollheilen? Hier kommt man irgendwie nicht vernünftig durch. Hm. Ihr seht den auch gar nicht. Machen wir einen Feuerschutz da hoch. Alles, was sich bewegt. Gehen wir mal hier in was ähnliches wie eine Deckung. Und dann gibt es auch mal Kettenschock für 4. Der ist jetzt zwar gleich dran und kann Schaden machen. Aber wir sind ja noch im Feuerschutz. Alles gut. Aha. Da hinten kommen 2 und da vorne kommt einer. Kriegt nichts ab, aber ich glaube, der LKW brennt. Jetzt ist dieser Bug wieder. Jetzt kann ich den nicht bewegen. Ach ja, ja, ich glaube, das ging nur weg, wenn man neu lädt. Ich hole euch gleich wieder dazu. So, da sind wir wieder.
Leider hat diesmal der Reflexschuss nicht getroffen. Das ist halt bei geladenen Spielständen im Iron Man so. Wir haben halt keine Option, dass das hier irgendwie sich ändert großartig. Dafür trifft der diesmal und es kommen zwei von der anderen Seite. Ja, es sind leider noch ein paar Bugs in dem Spiel. So, jetzt kann er sich wieder bewegen. Jetzt können wir ganz normal weiterspielen. Ist leider ein bisschen blöd. Ziehen ihn jetzt einfach mal nach. Interessant wäre jetzt zu wissen, ob unser Fraggle... Ich glaube nicht, dass er mit einem Sprint jetzt schon durchkommt. Deswegen kriegt er jetzt wieder den Kinetikschild. Angriffsfläche verkleinert. So, Blue Blood könnte da jetzt drauf schießen, könnte da jetzt drauf schießen. Oder dort, oder da. Aber der heftige Schuss da hinten hin ergibt mehr Sinn. Denn den hier können wir auch überwältigen von dort. Oder sogar von dort. Ich glaube, hier ist besser. Und dann sind wir in Feuerschutz. Du bist verhaftet. Ja, du bist verhaftet. So, und du stehst da ganz schön scheiße. Uns fehlen jetzt zwei Felder, das heißt, ich gehe einfach mal davon aus, dass dass dorthin laufen und in Deckung gehen ausreicht. In Deckung! Zum Glück ist es der mit den drei Punkten und zum Glück, oder naja, in Anführungsstrichen zum Glück, schießt er lieber auf unseren Mann. So. 2 bis 3, das ist ein Glücksfall hier. Ich glaube, da gehen wir diesmal nicht das Riesenrisiko ein. Auf dem Weg. Dann gehen wir lieber näher ran. Vorsichtig, du bist und nicht versuchen gedeckt. Ihn zu erwischen hier. Leider nein, dann ist der jetzt dran. Und gibt Patchwork auf die Sumsel. Okay. So, der da hinten ist jetzt gleich noch dran. Der wäre der nächste welche. Ja, was für uns sagt, dass wir für ihn jetzt erstmal weiteres Leben unterbinden. Hoppala! Hehehe! Da ist der Spark. Ein Schaden scheint er zu machen. Ich glaube, wir heilen uns einfach mal selber. Das Medikit kostet ja nichts. Und der Kettenschock geht auf ihn hier. Lasse das Ziel zappeln! Autsch! Autschi! In Bewegung! So, da kriegen wir jetzt nochmal einen auf die Mappe. Wow, für 4. Gut, dass wir uns geheilt haben. Neue Verstärkungen stehen bevor. Okay, so, rennen wir erstmal rüber. 84%, die nehmen wir doch mit. 2 Points. Besser als nix. Bin leer geschossen. Du bist leer geschossen. Du heilst dich aber auch erstmal. Dann lädst du nach. Und weiter geht's. Und dann haust du den um. Und dann bist du danach im Feuerschutz. Das Ziel wurde Bombs festgenommen. So. Ja, der kommt mit einem Sprint raus. Die Munition ist fast leer. Ja, 73%.
Problem ist, hier ist keinerlei vernünftige Deckung. Gehen wir da vorne hin, sprinten wir. Denn Patchwork kannst du ja hier einfach dicht machen, ne? Da können wir noch sehen. Kann mir jemand Deckung geben? Ne, brauchst du nicht für den Moment. Schocke das Ziel. Mach sie nieder. So, und damit ist der raus. So, Patchwork hat jetzt noch ein kleineres Problemchen. Und zwei von denen kommen vor ihr dran. Terminal hat nur einen als Problem. Naja gut, und Sherub kommt nicht raus. Dann zieht der hier mal voll durch. Festnahme abgeschlossen. So, er ist näher am Ausgang dran als vorher. Einer von denen, die dran gekommen wären, noch ist raus. Tja, er sieht nichts. Sieht immer noch nichts. Dann raus. Das Ding ist fast leer. Gehe dorthin, wo ich gebraucht werde. So, Terminal sieht auch nichts. Kann aber noch mal einen Schutz hier drauf packen. Die Frage ist dann jetzt, ob auf Patchwork oder auf Cherub. Denn der kriegt noch mehr ab. Nee, Patchwork trotzdem. Dann flicken wir dich mal wieder zusammen. So viele Gremlins. Und raus. Doppel-Movement, sehr schön. Grille das Ziel. Mach sie fertig. Bratzel. Und raus. Fünf Stück. Frech. So, jetzt wird es hier ein bisschen eng. Unterwegs. Aber mit einem dezenten Sprint sind wir raus. ...60% für Bonusinfos. So, die Anarchie in der Stadt ist auf 1 gestiegen. Wir haben aber dafür eine Rauchbombe und 2 weniger Unruhen im anderen Distrikt. So, jetzt ist er kritisch, jetzt müssen wir ihn abschließen. Das heißt, das werden wir dann später heute auch noch machen. Das sieht soweit okay aus. Alles gut. Ja, dann würde ich sagen, machen wir es auch direkt. Verlassene Klinik untersuchen. Die Heilige Spirale ist eine verlassene Gentherapieklinik eingebrochen. Mir fällt nicht ein einziger guter Grund ein dafür, aber ungefähr 30 schlechte. Sehen Sie nach, was da los ist. So, wir gucken jetzt nochmal, ob wir irgendwas hier an eine Magazinerweiterung. Nicht für ihn. Nichts Zusätzliches. Und da haben wir eine Splittergranate. Die wiederum klingt ganz sexy. So, du hast die Granate. Wer kriegt denn die? Ich glaube, er kriegt mal die Magazinerweiterung. Und er kann ja in Theorie immer doppelt schießen. So, Rauchbombe, was ist das denn? Hm?
reduziert den feindlichen Trommelfeuerschaden an einem Vorstoßpunkt. Verstärkt vorübergehend die Verteidigung von Truppmitgliedern, die durch den Vorstoß... Ach, warum nicht? Kriegt er auch die. Die anderen beiden haben ja schon was. Außer Patchwork, aber die hat ihren Gremlin, der einiges kann. Wobei ich jetzt fast glaube, dass ich für so einen Kriseneinsatz lieber den Psi dabei gehabt hätte. Aber die heilige Spirale hat heute den Alarm ausgelöst. Beenden Sie deren Genmodifikation ein für allemal. XCOM hätte sich nie für die Schließung aller Gentherapiekliniken einsetzen sollen. Advent hat Leute zur Soße eingeschmolzen. Ja, aber die Kliniken an sich haben vielen geholfen. Das Werkzeug ist nicht verantwortlich für Advents Gräueltaten. Ja. So, Feinde verursachen während des Vorstoßes einen Schaden weniger. Alle Einheiten, die hier reingehen, erhalten während ihres Vorstoßes 25 auf Zielsicherheit. Und erfolgreiche Schüsse sind kritische Treffer. Ein Gegenschaden weniger. Ist die Frage, wie gut das ist. Das Blöde ist, hier muss auf jeden Fall Cherub rein. Oder gehen wir hier mit Cherub rein und hier gehen die anderen drei. Achso, als erste darf sie nicht, ne? Da die Waffenstörbombe und hier den Kampfscanner. Volo zielen, bessere Trefferchance. Ja, okay. Hinter mir bleiben. Los, los! Aber ich glaube, wir hätten alle mit allen durch selbe Ding gehen sollen. Das wäre wesentlich. So, drei Waffen deaktiviert. Sieht schon mal ganz gut aus. So, jetzt kurz gucken. Das ist ein aggressiver Wächter. Wächter mögen wir generell nicht. Puh. So, da ist ein Geschütz. Da ist ein Mech. Da ist ein überraschtes Kommando. Da ist ein aggressiver Druide. Und da ist der aggressive Wächter. Also grundlegend müsste der Wächter natürlich weg. Aber der hat, glaube ich, keine Munition. Der müsste die Munition noch übrig haben. Beim Geschütz bin ich mir nicht sicher. Ich glaube, der ist der harmloseste. Ja, komm, wir machen gar nichts. Der hat, glaube ich, noch Munition. Das heißt, wir aktivieren jetzt gegen den fetten Mech die Phalanx. Kriegen irgendwie nichts vernünftig. Nein, wir gehen auf ihn einfach. Weg. Der wäre zumindest auch ganz sicher weg. Machen wir es so. Schade. Das Geschütz war doch nicht und wir haben den falschen gedingselt, sage ich jetzt mal. So, man kriegt Blue Blood als kleinen Ausgleich jetzt wenigstens ins Schild. Und flankiert. Die Chance auf Crit nehmen wir natürlich mit.
So, nachgeladen und zum Explodieren bereit. Den erwischt. Der große Mac ist jetzt gleich dran. So, damit würde ich mich selber... Geben wir ihm noch eine mit. Er hat seinen eigenen erwischt. Blue Blood den Schild geklaut, okay. Jetzt ein bisschen rechnen. Blue Blood kriegt auf jeden Fall den Schutz. ...99% auf das Geschütz. Aber ich glaube, ich mag lieber den da. Erwartet. Kriegen wir den? Gegrillte Schaltkreise, kommt sofort. Autsch. So, den haben wir gehackt. Können wir jetzt da nochmal voll drauf gehen. Fliegen sämtliche Sicherungen raus. Das hinterlässt Spuren. Okay, dann ist mal da zumindest an der Explosion vorbeigekommen. In den Übertragungen der Heiligen Spirale geht es ständig um Genmodifikation. Es macht durchaus Sinn, dass Sie hierher kommen. Vielleicht ist das nicht Ihr erster Überfall. Informieren Sie die Polizei. Mach ich. So, Vorstoßmodus. Wachturm. Einheiten aktivieren nach dem Vorstoß automatisch Feuerschutz. Das ist gut. Terminal, diesmal das Erneuern. Patchwork hat nix und Blue Blood hat nix. Habe ich die Rauchbombe gezündet eben? Bin mir gar nicht bewusst. Aber wenigstens haben wir die 6 Punkte hier in der Tasche. Überraschte Androide. Was ist da hinten? Aggressives Wächtertum. Na komm, versuchen wir es mit dem Wächter. Hoppala, 2 Pünktchen. Gut, hier ist einiges, was auf uns wartet. Hier haben wir den Purifikator. Die 60% Chancen sind irgendwie nicht so super. Leider nicht ganz erwischt. 190. Geben wir dem nur einen mit. Ich nehme extra die 90. Autsch, 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 autsch. So, Blue Blood direkt schon wieder am Boden. Das sieht aber auch alles mal so kritisch aus, wenn man nur 9 Punkte hat. So, Sheriff ist markiert. Was ist das? Stoppe den Geiselnehmer. Der Mac ist der Geiselnehmer. Gebe dem Trupp Deckung. Nun gut. Nicht nervös werden. Dann schauen wir mal.
Nimm damit die Deckung jetzt ziemlich versalzen, ne? Wo sind der Wächter? Jetzt gerade mal schauen. Kommando Wächter. Oh, der ist direkt als nächstes dran. Hier müssen wir auf jeden Fall Teamarbeit zünden. Und uns Blue Blood auch mal wieder nach vorne holen. Ein Kinetik-Schild kriegt er auch direkt. Schilde hoch! So, dann würden wir... Tja, das ist die Frage jetzt. Was haben wir denn für eine Chance auf den Wächter hier? 73%. Ich habe halt 0, überhaupt gar keine Lust. Dass der Depp hier alles fallen lässt. Habe aber auch recht wenig Interesse daran, dass... Wir nehmen den Wächter raus. Wahrscheinlich nicht die pfiffigste Idee. Aber jetzt ist sowohl die Deckung weg, als auch... Ja. 72% ist die Frage. Den kriegen wir nur sehr unwahrscheinlich tot. Ich glaube, dann nehme ich den Schuss darüber. 2 Punkte schon mal angesoftet im Mech. Jetzt sollte es eigentlich kein großes Ding sein. Das Medikit brauchen wir für uns selber leider. Doof, das schon in der zweiten Begegnung raushauen zu müssen, aber es ist halt so jetzt. Pass bloß auf! Jetzt haben wir den Wächter raus. So, die Frage ist, ob wir den jetzt einen heftigen Schuss versuchen lassen. Oder einen normalen 77%. Ich glaube, das testen wir. Dann könnten wir gegebenenfalls... Oh. Was macht er? Eine Rauchgranate werfen, okay. Das ist der Androide. Der Mech kommt erst ganz hinten. Patchwork ist die einzige, die noch einen Malus hat. Gehen wir einmal auf das Geschütz. 3 Punkte Schaden. Denke ich hier die Selbstzerstörung. So, wir können leider noch nicht hacken wieder. Aber den kriegen wir raus. Überlade das Ziel. Es geht doch nichts über Präzision. So, damit haben wir den Geiselnehmer gestoppt. Die Geisel ist frei. Da kriegen wir jetzt ein bisschen auf die Matte. Er schießt die Wand kaputt und trifft uns dabei. Diesmal nehmen wir den Kinetik-Schild selber. und schießen aufs Geschütz. So, kommt er weit genug, ist die Frage. Ich glaube, wir gehen mal in Feuerschutz hier. Weil er muss an uns rankommen, wenn er explodieren will. Gehe dorthin, wo ich gebraucht werde. Pass auf deine Flanken auf. 46. Dann gehen wir doch lieber in Feuerschutz. Ich schieße auf alles, was sich bewegt. Den haben wir erwischt.
Ah, okay, das heißt, er explodiert nicht automatisch in der nächsten Runde. Das ist gut zu wissen. Nehmen den jetzt trotzdem mal raus. Mach sie fertig. Ach, wir haben selber noch einen. Ja gut, dann ist es halt egal. Dann irgendwo hin. Und dann da drauf. Festnahme abgeschlossen. So, haben wir das Kapitel auch hinter uns. Fehlt nur noch die Begegnung Nummer 3. Ich registriere eine Spannungsspitze in der Pädiatrie. Okay, das ist beunruhigend. Sie glauben doch nicht, dass die heilige Spirale Kinder hierher gebracht hat, oder? Ich will es nicht hoffen. So, Feuerschutz. Alle Nicht-Aggressiven sind überrascht. 3 Mobilität als Bonus. Dann gehst du da rein. Sesam, öffne dich! So, dann haben wir hoffentlich ein paar... Nee, haben wir nicht. Haben wir falsch schon gemacht. Wir hätten die Reihenfolge ändern müssen. Um da Leute weniger aggressiv zu machen. So, nehmen wir jetzt mal das Geschütz raus. Das leichteste. Jeder einfach auf das leichteste Ziel. Außer er vielleicht. Er versucht dem den Gar auszumachen. Leider nein. Okay, da kriegen wir einiges auf die Mütze. Wie gesagt, ich hätte die Reihenfolge, glaube ich, ändern müssen. In die Reihenfolge, in der man reingeht. Oh, was ist das denn? Igitt. In der man reingeht. Diese Kinder sterben. Bestimmt ja die Reihenfolge später. Das heißt, er ist jetzt A letzter und B hat seinen Dings nicht getriggert. Das heißt, alle Nicht-Aggressiven wären normalerweise halt jetzt ruhiger gewesen. So, er kriegt erstmal einen Schutz hier. Er hat gut kassiert. Und dann nehmen wir die 84% Chance, glaube ich. Um da noch Reste zu bewältigen. Ja, da kommt der blöde Part. Der erwischt, glaube ich, fast alles, ne? Auf jeden Fall 3. So, schauen wir mal, ob wir den Androiden hier auf unsere Seite kriegen. Das würde die Kräfteverhältnisse ein wenig zu unseren Gunsten drehen. Der ist gehackt, ist schön. Und den Mech da hinten, den würden wir jetzt mal schocken. Einfach um den Bonus-Damage gegen Max auszunutzen. Stellen wir uns hier mal auf den Präsentierteller. 65% ist gar nicht mal so gut. Aber wenn wir ihn erwischen, ist er weg. Ja, wohl. Ein Schaden reicht doch. Das sieht schon deutlich besser aus. Gucken wir mal, ob wir durch den Wächter durchkommen. 2 Schaden haben wir gemacht. Dann gehen wir aber mal... Obwohl, wir sind in Deckung, ne? Ja, wir sind in Deckung. Dann probieren wir es mit einem normalen Schuss nochmal hinterher. Kritisch, sehr schön. So, Zeitanstieg.
Was immer das ist. Ich reiße unsere Beute. So, zum Glück fand er den jetzt spannender als mich. Das erinnert so ein bisschen an die Schwert-Tussi aus dem letzten Add-on. So, wir geben uns selber ein Kinetikschild. Voll gepanzert. Nein, wir verklicken uns und geben Patchwork den Kinetikschild. Mann. Gibt's doch nicht. Hauen wir trotzdem den um? Ja, machen wir. Dann ist nämlich sein Schild auf die anderen auch weg. Das ist dann quasi nochmal ein kleines Bonusschmankerl. So, das Ding da hinten müssen wir kriegen. Du hast Pech. Jetzt senzt er ihn komplett um. Sehr wir zahlen schön. Den Preis. Ja. Eine Runde bis zum genetischen Bruch. Nun gut. Einmal darüber. Ein Streifschuss. Und der ist schon wieder dran gleich. Krasse Sache. Bin in Bewegung. Jo. Du schaffst das. Ja, Kettenschock. Ja. Auf den Purifikator vielleicht. Haben wir eine größere Chance, dass er nicht mehr drankommt. Deine Waffe ist defekt. Genetik-Schild. Waffe deaktiviert und Schild verloren. Da können wir halbwegs mit leben. Rennt er schon wieder weg. So, heftiger Schuss. 58%. Nicht erwischt. Und einen regulären hinterher. 68. Der hat getroffen. So, Cherub, du musst jetzt dahin. Damit unser Ziel hier funktioniert. Die Frage ist, können wir da auch den geladenen Schlag von dort machen? Das müsste ja auch reichen, denn wir sind ja dann auf dem Feld und können interagieren. So, die Genkrippen haben wir unschädlich gemacht. Jetzt müssen wir noch die Kinderstation sichern. Wir geben den Schutz jetzt trotzdem mal auf Blue Blood. Brauchst du Hilfe? Den beiden fehlt dieselbe Menge Leben. Teamwork. So schwer ist das gar nicht. So. Und ich nehme jetzt lieber die 100% auf die 2 Schaden. Dann weiß ich, dass er beim nächsten Schlag dich zu wehren. Weg ist. Ziel ist in Haft. Boing. So, damit sollte man durch sein. Cherub, wie immer verwundet, die anderen leicht verwundet. 80% auf 20 Bonus-Infos. Und die Achse. Die kaputte. So, 20 Bonus-Infos. Die Geiseln befreit, 65 Bonus, das ist nicht schlecht. Das heißt, wir haben 100 Ocken gemacht, 20 Infos und die Unruhe gesenkt. Gute Arbeit beim Einstampfen des Gentestprogramms der Heiligen Spirale. Die Bewohner von City 31 können heute Nacht sicherer schlafen. Okay, das ist schön. So, nächste Operation wählen. Entweder beende die Genexperimente oder untersuche die Schwundpropaganda. So, dass sich die Heilige Spirale für Gentherapie interessiert, ist kein Geheimnis. Reclamation vermutet, dass sie ausgewachsene Genexperimente durchführen. Wenn das nur ein Gerücht ist, widerlegen sie es. Wenn nicht, dann schalten sie es aus, bevor sie ein neues Horrorszenario heraufbeschwören. So, das düstere Ereignis, was damit einhergeht, ist aber, die Truppen der Heiligen Spirale sind dafür ausgebildet, aktiver auf vorstoßende Einheiten zu reagieren. Würde heißen, wahrscheinlich sind mehr Leute aggressiv.
Alternativ untersuche die Schwundpropaganda. Weltweit wurden einige Hybridvölker von einer Auszehrungskrankheit befallen. Sie wird allgemein als Schwund bezeichnet. Die Heilige Spirale behauptet, ein Heilmittel zu haben. Finden Sie heraus, ob diese Nachrichtenübertragungen der Wahrheit entsprechen. Düsteres Ereignis: Die Heilige Spirale besitzt Chrysaliden-Eier und kann sie als lebendige Waffen einsetzen. Das ist beides irgendwie doof. Aber ich glaube fast... Also Chrysaliden, die waren super ätzend. Ich glaube, ich würde dann fast lieber mit aggressiveren Jungs agieren. Wir versuchen, die Genexperimente zu beenden. So, damit wäre der Ermittlungsstatus jetzt. Beende die Genexperimente. Und ansonsten haben wir hier in unserem Ermittlungsverlauf, am 2. März haben wir angefangen und am 19. März haben wir menschliche Testsubjekte aus einer verlassenen Gentherapieklinik gerettet. Das sieht doch gar nicht so schlecht aus. Ich meine, 2 Wochen schon solche beachtlichen Erfolge hier. So, weiter. Und das ist dann der Part, der im nächsten Let's Play folgen würde. Ich wünsche euch alles Gute. Es braucht nur etwas Muskelschmalz. Und viele Muskeln. Ja, Schmalz. Als gäbe es hier noch nicht genug davon. Ja gut, das kann sein. So, decke den verborgenen Einsatz im Distrikt der Randbezirke auf. Aber das ist nur eine Vorschau. Wie gesagt, beim nächsten Mal geht's weiter. Bis dahin. Ciao, ciao. Euer Ugrutz.